Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal ein Rezept, was ihr ganz gut für Silvester verwenden könnt. Und zwar machen wir aus Brotteig Kugeln. Die Kugeln füllen wir dann innen rein noch mit Teewurst. Aus den Kugeln legen wir dann anschließend die neue Jahreszahl zusammen. Und dann kommt das Ganze nochmal in den Herd und wird mit Käse überbacken. Zuallererst stellen wir jetzt den Brotteig her. Da machen wir es uns ganz einfach. Ihr kauft eine fertige Backung Brotmischung. Ich habe jetzt Bauernbrot. Ihr könnt natürlich auch eine andere Sorte nehmen. Und den Brotteig bereitet ihr euch jetzt nach Packungsanleitung zu. Den fertigen Brotteig deckt ihr jetzt erstmal mit einem Tuch ab und lasst ihn jetzt erstmal einige Zeit ruhen. In der Zwischenzeit bereiten wir jetzt unsere Füllung vor und dazu schneidet ihr Zwiebeln in kleine Würfel. Die Zwiebelwürfel dünstet ihr dann in einer Pfanne mit etwas Öl an. Dann lasst ihr die angedünsten Zwiebeln abkühlen. Als nächstes brauchen wir dann grobe Teewurst und zu der tut ihr dann einfach noch die Zwiebelwürfel dazu. Und dann wird das Ganze einfach nur noch mal mit den Händen durchgeknetet. Und damit haben wir dann unsere Füllung fertig. Dann braucht ihr zwei Backbleche, die legt ihr mit Backpapier aus. Auf jedes Blech kommen jetzt zwei Zahlen. Wir fangen jetzt mit der ersten Zahl an, mit der 2. Dazu nehmt ihr euch etwas Teig, nehmt etwas Mehl zum Kneten mit dazu, da klebt das Ganze nicht so an den Händen. Dann macht ihr euch wie so einen kleinen Fladen. Da gebt ihr dann in die Mitte etwas von unserer Teewurstmasse. Und dann macht ihr das Ganze zu einer Kugel zusammen. Und jetzt legt ihr die Kugeln auf das Blech. So, das ist jetzt die 2, dafür braucht ihr 15 Kugeln. Und die anderen Zahlen machen wir jetzt genauso mit dem Teig. Für die 0 braucht ihr 16 Kugeln, für die 1 braucht ihr 10 Kugeln und für die 5 braucht ihr 14 Kugeln. Jetzt haben wir unsere Zahl fertig gelegt und die Teigkugeln lasst ihr jetzt erst nochmal gehen. Dann braucht ihr noch geriebenen Käse und den streut ihr euch einfach oben drüber. Dann backt ihr jedes Blech bei 200 Grad ungefähr 30 Minuten. Und so sieht das Ganze dann fertig gebacken aus. So, meine Lieben, ich denke mal, für ein Silvesterbuffet ist das doch eine ganz tolle Idee. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und vor allem wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!